Es kommt gelegentlich vor, dass ein Programm eine Aufgabe nicht in Echtzeit berechnen kann. Tja, und der Anwender ist in diesen Fällen gezwungen zu warten. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen solchen Indikator erstellst. Mit einem Aktivitätsindikator kannst du dem Nutzer verständlich machen, dass deine App arbeitet und etwas im Hintergrund geschieht. Wir starten mit einem Swift Playground für iOS. Wir importieren zwei Frameworks. Einmal UIKit, das ist das Standard-Framework für die iOS- und tvOS-Entwicklung. Und als zweites importieren wir den Playground Support. Und das Framework Playground Support ermöglicht es uns unter anderem, ein Vorschaufenster anzuzeigen. Und wenn du nicht genau weißt, was ein Framework ist, dann wirf einfach mal einen Blick auf dieses Video. Wir zeichnen jetzt zunächst ein kleines Quadrat, in dem wir unseren Indikator später anzeigen können. Dafür definieren wir zuerst den Rahmen des Quadrates, also ein Frame vom Typen CG Rect. Das ist ein Core Graphics Rectangle. X und Y können wir an dieser Stelle noch unbeachtet lassen. Und die Breite und Höhe geben wir mit jeweils 200 Pixel an. Weiche Zeilenabsätze für bessere Lesbarkeit. Und als nächstes deklarieren wir mit diesem Frame eine Ansicht, ein Objekt vom Typen UI View. Quadrat. View, Klammer auf, Frame und wir übergeben unser gerade zuvor erstellten Frame. Und damit das Quadrat auch sichtbar ist, geben wir ihm noch eine Hintergrundfarbe, Quadrat, Background Color, UI Color, White. Und als Designer wäre es fahrlässig, euch nicht zu sagen, dass Weiß im eigentlichen Sinne keine Farbe ist, sondern die Addition aller Farben. Welche Farbe hat eigentlich Wasser? Kommen wir zum Indikator selbst. Der Aktivitätsindikator selbst ist auch eine Art Ansicht, genauso wie unser Quadrat, das vom Typen UI View ist. Es ist nur eben eine Ansicht mit einer bestimmten Ausprägung. Da es sich auch um eine Ansicht, also ein View handelt, müssen wir genauso wie für unser Quadrat auch für den Indicator einen Rahmen deklarieren. Das kennen wir ja schon. Wir sagen Let Indicator Frame. Und diesmal fülle ich X und Y aus. Ich übergebe jeweils den Wert 50 und der Indikator soll 100 Pixel breit und 100 Pixel hoch sein. So, und der Wert X steht für den horizontalen Abstand von links und der Y-Wert steht für den vertikalen Abstand von oben. Und da unser Indikator nur halb so groß ist wie unser zuvor definiertes Quadrat, müsste es mit diesen X- und Y-Werten genau in der Mitte stehen. Dem werden wir gleich auf den Grund gehen, jetzt erstellen wir aber erstmal den Indikator selbst. Wir sagen Let Indikator gleich UI Activity Indicator View, Klammer auf, und wir initialisieren diesen View mit dem Frame, den wir gerade angegeben haben, nämlich unserem Indikator-Frame. Auch unser Indikator bekommt eine Hintergrundfarbe, nämlich ein wunderschönes Blau. Und mit dem Zusatz With Alpha Component definieren wir, dass das Blau nur eine Deckkraft von 10% haben soll. Die kleinen Striche des Indikators sollen auch blau werden. Indikator Color gleich UI Color Blue. Und damit man den Indikator auch sehen kann, wenn er gerade nicht läuft, ergänzen wir Folgendes. Wir sagen Indicator Hides When Stopped gleich False. So, und damit sind wir jetzt auch schon fast fertig. Wir erzeugen nur noch die Vorschauansicht. Zunächst einmal nehmen wir unser Quadrat, sagen Add Subview und fügen darin unsere Indikatoransicht ein. Und das bewirkt, dass die Indikatoransicht nun in der Quadratenansicht enthalten ist. Und das zeigen wir uns jetzt einmal an in unserer aktuellen Playground-Page. Nehmen wir den Live-View und ersetzen ihn durch Quadrat, das unseren Indikator ja enthält. Et voilà. Wir sehen unser weißes Quadrat, das 200 Pixel breit und 200 Pixel hoch ist. Und darin befindet sich unser nur halb so großer Indikator mit hellblauem Hintergrund und blauen Strichen. Und solltet ihr bei euch noch nichts sehen, dann keine Panik. Achtet mal darauf, dass der Assistant-Editor eingeblendet ist. Das ist die Schaltfläche hier oben rechts mit den zwei Kreisen. Eine Kleinigkeit fehlt jetzt aber noch, denn machen wir uns nichts vor. So richtig schön ist der Indikator ja nur, wenn er auch animiert ist. Und aus diesem Grund ergänzen wir noch folgende Zeile. Wir nehmen unseren Indikator und sagen ihm Start Animating. Und das war's. Schon fängt unser kleiner Indikator an, sich zu drehen. Und damit sich das YouTube-Rad nicht aufhört zu drehen, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.